Schatz, wollen wir uns mal küssen? Oh Gott, es ist so erschreckend, was hier passiert ist. Willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr dabei seid. Wie versprochen, heute das Wahrscheinlich Leute, die gestern das Video nicht gesehen haben, kriegen jetzt gerade den übertriebensten Schreck. Leute, bitte keine Angst vor mir. Situation. Bitte keine Angst. Ich sehe extrem sexy aus heute mal. Ich habe mich endlich mal fertig gemacht diesen Morgen und so, dass ihr es dabei rausgekommen. Sieht aber gut aus. Also steht dir. Oh Gott, ist das schrecklich mit diesem Zopf vor allem. Denise hat mich gestern zu einem Mädchen umgeschminkt und ich werde sie jetzt zu einem Jungen umschminken. Also umschminken. Es gibt also gar nicht so viel zu schminken. Es ist eher so ein bisschen, wir versuchen ein bisschen Bartwuchs reinzubringen. Wir versuchen ein bisschen männliche Gesichtszüge wenn Leute zu machen. Mein wir versuchen grundsätzlich noch ein bisschen mehr in diesem... Mann, ich krieg davon Pickel! Du kriegst gar keine Pickel. Doch von deinen ekligen Händen. Boah, sie ist so gemein zu mir. Wir machen auf jeden Fall ja jetzt ein Männer-Umstyling. Und diesen Sonntag kommt noch ein so geiles Video, wo wir in diesem Kostüm noch sind. Da kommt ein szenisches Video zu, wenn Jungs Mädchen werden und Mädchen Jungs. Also Sonntag auf jeden Fall auch einschalten. Aber jetzt gehört euch erstmal das Video. Ich würde sagen, legen wir los. Das erste, was wir brauchen, ist, du musst dein Outfit ändern. Also du kriegst erstmal ein Hip-Hop-Shirt, du kriegst eine Cap hier. Wir ziehen hier eine Cap an, damit ihre Haare verschwinden. Und natürlich eine wunderbare Adidas-Bauchtasche. Natürlich nicht original. Genau, du ziehst es direkt an, aber das musst du gerade mal ausziehen. Das heißt, wir gucken mal gerade alle zusammen weg. Achso, die Brüste müssten wir natürlich jetzt auch gerade operativ noch entfernen, ne? So Leute, das ist jetzt gerade das Outfit von ihr. Also es ist auf jeden Fall schon ein bisschen, ein bisschen Hip-Hop-lastiger. Jetzt müssen wir gucken, kannst du dir einen Zopf machen? Ich hab grad keine Haargummi. Dann hol ich dir eins. Scheiße, meine Haare kommen. Daraus. Noch sehe ich weiblich aus, aber Denise sieht gerade immer noch ein bisschen weiblicher aus. Wie gesagt, die Brüste haben wir leider jetzt nicht wegbekommen. Das ist ein kleines Problem noch, aber sie wird einfach so ein bisschen so ein Schwabbeltyp, dann der so halt Man-Boobs hat. So, okay. Perfekt. Okay, Schatz, hell no. Das passt niemals alles da drunter. Okay, doch, doch. Ach, es geht. Ach, das ist eng. Ist, nee, ist nicht eng. Was ist das denn? Okay, ja, perfekt. Es ist perfekt. So, und dann kriegt sie natürlich, wie gesagt, noch Bauchtasche. Also, das ist schon mal auf jeden Fall sehr gut, würde ich sagen. Grundoutfit ist schon mal da. Wie ich aussehe, Alter. Wir können uns das hier nochmal ansehen. Also, Haare ist jetzt nicht alles, ist jetzt nicht perfekt, aber wir haben auf jeden Fall schon mal alles grob. Die Cap ist so hässlich. Das der Cap ist so hässlich. Kann ich die andersrum aufsetzen? Ja, wenn das funktioniert. Ich krieg jetzt eine Swagger-Mütze auf aus meiner früheren Modekollektion. Das ist auf jeden Fall mal Gangster-Modus aktiviert, würde ich sagen. Okay, so, wir haben jetzt hier ein paar coole Sachen. Ich kenne mich gar nicht aus. Ich habe so für meine eigenen Filme mal so Zeug zusammengestellt und das ist irgendein Quatsch. Ich habe nur diese Dinger, die ich benutzen werde, also Anmalstifte. Mir tut selber sehr leid, dass ich so wenig hier zur Auswahl habe. Ich wünschte, ich hätte mehr, aber ich habe... kaputt gegangen. Wir fangen hiermit an. Wir benutzen auch nur den schwarzen Stift tatsächlich. Oh nee. Doch. Vor allem, ich bin so todesblass. Ja, also ihr werdet sehen, man kann mit einem schwarzen Stift schon unglaublich viel anstellen. So, wir fangen bei den hier oben an. Wir müssen... Nein, du darfst nicht gucken. Wir müssen das jetzt hier noch bearbeiten. Sorry. So, oh ja. Die sind ein bisschen eskalativerer Modus, aber es sieht auf jeden Fall gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Es sieht auf jeden Fall schon gut männlich aus. Ich sehe euch aus wie ein Mann. Der hat solche Augenbrauen. Schatz, jetzt lass mir dir mal den Männerschnauzer machen. Ruhig, ruhig halten, bitte. Du kriegst nur so Pflaumen, wie ich habe. Du musst stillhalten, okay? Schön stillhalten. Warte, du kriegst einen rum. Dieser Moment, wenn man halt selber nicht weiß, wie Werte aussehen, weil man selber nie einen hatte. Ich habe mir so Mühe gegeben bei dir und dein du. Hey, ich gebe mir auch Mühe. Ist ja nicht so, dass ich mir keine Mühe gebe. Besser als ich. Hey, gar nicht. Doch. Du siehst aus wie ein Giovanni. Giovanni. Ich ekel mich von mir selbst. Was wird das, Schatz? So sieht doch kein Bart aus. Doch, klar, das ist übergut. Das ist viel besser, als ich von mir gedacht hatte. Das Kitz. Ja, so ist es, wenn man Bartwuchs hat. So, ich würde schon sagen, Kroketten, Kotelett machen wir jetzt hier. Ich sehe aus wie ein Mann. Das ist doch Sinn und Zweck davon. Wer ein Date mit mir will, schreibt es in die Kommentare. Koteletten. Die sind todesig. Wenn ein Date mit dir. Du vielleicht? Ja. ja, ich bin tatsächlich schon fertig. Ich sehe aus wie so ein Markus. Schatz, stell dir mal vor, wir werden zusammen und wir werden zu... Oh Gott. Du siehst aus wie wirklich so ein Mann, finde ich. Wollen wir uns mal küssen? Du, red mal männlich und ich rede weiblich, okay? Schatz, wollen wir uns mal küssen? Aber natürlich,
meine Süße. Bist du sicher, dass wir uns küssen wollen, Schatz? Ja. Du musst mal in die Kamera gucken, damit die Leute dich nochmal sehen können. Ja, ich will dich küssen, meine Süße. Oh, cool, lass mal küssen. Oh Gott, das ist so erschreckend, was hier passiert ist. Was denn? Was ist denn, Dennis? Ich komm nicht klar. Komm, lauf mal ein bisschen. Wir gehen mal einmal zum Spiegel hin, okay? Komm mal mit. Okay. Leute, ich finde, ich hab's gut gemacht eigentlich. Dafür, dass ich überhaupt keinen Plan davon habe, was ich gemacht habe, finde ich, sieht's gar nicht so schlecht aus. Ich höre es so ein Lappen. Diese Koteletten vor allem. Baby. Ja, Schatz. Nein, bitte nicht. Ich begrüße jetzt du, Schatz. Was schwarz da oben jetzt, du. Oh, shit hier mit dir. Ich finde, es hat was auf jeden Fall. Ich finde, es hat was. So, Leute. Das ist jetzt gerade, wir sitzen jetzt wieder hier. Und so als kleines Fazit erstmal. Ist echt gut. Ich finde, du hast es echt gut gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit mir. Ich hoffe, du bist auch, weil bei dir war nicht so viel Arbeit drin. Das Video ging auch jetzt nicht so lang. Aber irgendwie finde ich, hat's was. Bei Jungs kann man nicht so viel machen, weil man es halt nicht so schminken kann. Ich finde es krass, dass, also doch, man könnte nämlich männliche Konturen noch reinzeichnen. Ja, aber davon habe ich ja keinen Plan einfach. Ja, aber ich bin sehr stolz auf dich. Ich habe es mir noch wesentlich schlimmer vorgestellt. Aber ich sehe sehr lustig aus und du hast hier Farbe von meinem Bart. Ja, ansonsten, um das ganz kurz nochmal zu sagen oder welche Botschaft wir hier auf jeden Fall nicht transportieren wollen, ist die, dass es problematisch ist, wenn man so als Mädchen aussieht oder so als Junge. Ich finde es halt lustig, dass man das so, dass man so einen Look auch kreieren kann. So. Ja, einfach, weil das ist immer so eine Gewohnheitssache. Wir wollen aber niemanden diskriminieren oder ausschließen, der so aussieht, fühlt euch da nicht ausgedacht, sonst irgendwas. Wir lachen natürlich auch oft genug über unsere Naturhässlichkeiten, also auch das hier nicht zu kurz kommen. Ja, Freunde, das war's von uns. Ganz, ganz wichtig, Leute. Am Sonntag um 16 Uhr müsst ihr einschalten, weil wir drehen jetzt hiermit noch weiter. Wir drehen jetzt, wenn Jungs Mädchen werden, Mädchen Jungs, ein überwitziges Thema. Und ich freue mich sehr auf das Drehen jetzt gleich. Es wird richtig lustig. Wir sehen uns dann. Euch jetzt einen wunderschönen Tag und bis dann. Ciao, Leute.